Es gibt wieder einmal neue Karten. Servus, ich bin Schalke und ich präsentiere euch heute die Map News. Es gibt nicht nur neue Karten, sondern auch Updates. Natürlich sind die Karten unten in der Beschreibung verlinkt, einfach zum Downloaden, und natürlich gibt es auch Timestamps. So, die erste Karte ist die Risuk Wald von JM Gaming Version 1. Diese Karte ist leider nur für PC und Mac. Es gibt auf dieser Karte 40 Waldgebiete, dann 19 Felder, Shops, Sägewerk, spezielle Missionen und 25 neue NPC-Porträts. Das ist alles, was uns der Mapper hingeschrieben hat. So, wie gesagt, jede Menge Wald und auch Felder, schön alles dabei. Mir persönlich gefällt das sowieso sehr gut, wenn auch bei einer, wie soll ich sagen, Forstkarte Felder dabei sind, weil immer nur Forst, ich glaube, das macht nicht viel oder auf die Dauer Spaß. So, Startfahrzeuge, was haben wir denn alles da? So, genug zum Main, weil eins muss man sagen, hier hat man einmal ein Grasfeld. Wahrscheinlich nicht gedüngt oder irgendwas anderes, aber bald zum Ernten. Gut, und das ist das Einzige, was man hat. Also mit dem fängt man einmal an. So, dann schauen wir uns mal die Karte von oben an. So, schön gebirgig, oder? Ja, sagen wir mal gebirgig. Mit Höhen und Tiefen, das ist unser Grasfeld. So, und was haben wir denn da? Das hier wäre interessant, um es eventuell, oder ob diese Bäume eventuell wachsen. So, da haben wir auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele Steinchen. So wie das ausschaut. Und ich hoffe wirklich, dass die wachsen, weil das... Sagen wir so, erstens einmal ist es sehr viel Arbeit und zweitens, ja, ist es auch einmal interessant, sowas zu haben. So, und groß, und das war's eigentlich mit dieser Karte. Wie gesagt, sehr viel Forst und ja, mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Irgendwas Spezielles habe ich nicht gefunden. Bis auf hier ist, hier schätze ich mal, dass das Sägewerk ist oder was. Ah, das haben wir dann hier. Ja, ich schätze, das ist das Sägewerk und Sägewerk. Einmal die Sägewerk als Produktion und dann als Verkaufsstelle. So, das war's dann mit dieser Karte. Und wie üblich schauen wir uns die nächste Karte auch gleich an. Also, die zweite Karte ist die Elsdorf V1 von Tune War. Hier gibt es zwei Höfe, ein Lohnunternehmen und quasi einen Forsthof bzw. Forst. So, das ist mal der erste Hof. Und man benötigt zwei Mods dazu, die sind in der ZIP-Datei, die man herunterlädt, aber schon drinnen. Das Ganze muss man natürlich entpacken, damit das Ganze funktioniert. So, gut. Was haben wir denn da? Eher helferfreundliche Felder. Steht leider nichts drinnen. Es gibt Waldgebiete, Lohnunternehmer, Sägerei. Das ist der Forsthof. Da schauen wir dann auch noch hin, und um alles zu benutzen, sollte man, da gibt es einen kleinen Trick, was ich in den Kommentaren gelesen habe, auf Forbidden Mods, nämlich Multiplayer starten, 4 Höfe erstellen, quasi dann auch alles kaufen,
und somit beziehungsweise die Höfe kaufen, die hier sind, Höfe, Lohnunternehmen, Forst, alles kaufen, dann im Singleplayer starten und es funktioniert und man hat alles. So, auf dem Hof hier Steyr, Waltra, der Fenzin 24, Rosselmarsch und dann war es das schon soweit. So, gibt es, ja, Futtermischanlage und Fermentingsilo gibt es. So, dann hat man natürlich Gott sei Dank auch Verträge. Man hat schon 4 Schafe und 10 Kühe. Und natürlich auch befüllt. Das finde ich super gut. So, verkauft 99.000 Sojabohnen, Weizen gibt's. Saatgut hat man jede Menge Milch. 4.000 Liter Silage. Also man kann wunderbar mit allen starten. Mistkalk, alles vorhanden. So, da wurde nichts verändert. Und gut. Dann aber sollte das funktionieren. Nein, das funktioniert nicht. Leider, aber wir haben da in der Nähe sowieso was zum Windimpfen. Okay, die ganzen Frostgeräte oder Geräte sind da drin versteckt. Ah, fast die ganze Tastenblätter. Und das sieht man schon mal rein. Was hat man denn da? Einmal rückgewagen. Ich glaube kaum, dass ich das hier aufmachen kann. Außer man kauft es. Aber dafür habe ich zu wenig Kohle momentan. So, das sind. Schauen wir uns kurz an. Hacker, Rückgewagen, Vorrader, Anhänger und 2 Traktoren. Und auch noch ein Frontlader, wenn ich richtig gesehen habe. So, und das ist alles richtig, damit man beim Forsten starten kann. So, Verkehr haben wir auch da. Waldgebiete, Preis 82.000. Gut, der Forsthof kostet 2.000. Warum hat man dann alles haben? Auch. Ja, mal probieren wir es einmal so zum Kaufen. Schauen, ob ich mein erstes, was ich da gesagt habe, ein bisschen revidieren kann. Ich schätze, das ist auch ein Forstgebiet. Und ja, auch Forstgebiet. So, dann schauen wir mal. Nein, funktioniert nicht. Okay, gut, habe ich keinen Blödsinn erzählt. So, dann schauen wir mal zu dem nächsten Hof hin. Das ist der Hof 2, Hof 1, Vor- und Forst haben wir schon. Wie das Ganze ausschaut. So, da haben wir natürlich auch genug hier. Da hat Presse und alles zum Anfangen ist auch schon da. Ich schätze mal, da ist was drinnen. Ja. Hier sieht man es. Traktore 2. Und ja. So, da haben wir Shop das. Lohnunternehmen nehmen geht noch. Das haben wir da. So, 2 große Hallen und nicht mehr. Stehen uns beim Lohnunternehmen zur Verfügung. Da kann man jetzt ein bisschen reinschauen. Also ein großer Mähdrescher, Ballenpresse, Traktore, Grupper, alles da. Da haben wir diverse Anhänger, Düngerstreuer, Streu, ja, so, da ist was bekommen. Mulcher und. So, gut. Im Großen und Ganzen war es das jetzt und das Video wird heute. Hoffentlich nicht zu lange, wenn ich noch ein paar solche Karten habe, ist das ein bisschen blöd, aber alles weitere sehen wir uns natürlich gemeinsam an. Ja, also sehr gut für den Helfer. Also die Karte ist an und für sich sehr gut durchdacht und ja, also komplett eben ist es nicht. Ist es für jeden was dabei, bis auf sehr ungleichförmige Felder, aber naja, im Großen und Ganzen passt das und weiter geht's zur nächsten Karte. Weiter geht's mit der Agrospol in der Version
1.0.0.1. Die Karte kommt von Edo bzw. Agrospol Team. So, es gab schon auch schon eine Änderung, die sage ich gleich, nämlich die offenen Türen wurden repariert. Und es wurden Korrekturen auf Feld 3 und 6 gemacht. So, es schaut aus, als wären hier ja, die Gruppe der Felder. Kacken muss man sie noch. Und es gibt auch, so wie das ausschaut, Post auf dieser Karte. So, es gibt einen großen Bauernhof, bei denen sind die hier gerade. Stadtfahrzeuge gibt es keine. Forst, ja, schaut sehr gut aus für unsere Forstliebhaber. So, was haben wir denn alles auf unserem Hof? Da haben wir eine Werkstatt, einen großen Kuhstall. Und das schaut aus wie der Zug, oder so ähnlich. So, Tankstelle haben wir auch da. So, was gibt es auf dieser Karte sonst noch zum Anschauen, außer die 34 Felder, eine Schafweide, Kuhweide und ja. So, damit Kuhweide, schauen wir mal, wo man die Schafe findet. Ah, da haben wir die Schafe. Und nebenan ist gleich die Spinnerei. Naja, nicht schlecht. So, da haben wir die Schafweide. Ein bisschen was zum Unterstellen. So, natürlich sind da auch diverse Fabriken, wie zum Beispiel Zuckerfabrik, Ölmühle. Dann haben wir da das Sägewerk. Und das schauen wir uns auch gleich an. Ja, ist von den Standardkarten ausgebaut. Und ja. Eben ist es nicht. Das schaut im Großen und Ganzen recht schön aus, diese ganze Karte. Und ja. Was soll man noch sagen? BGA haben wir da. BGA, schauen wir mal, ist alles zum Kaufen, beziehungsweise die BGA ist auch extra zum Kaufen. Gut, passt. Dann geht's ab zur nächsten Karte. Und weiter geht's mit der Huron County Michigan Map von Mia Axeman. So, die Huron Karte ist eine 16-Fach-Karte, Version 1.1.0.2, und es wurde nämlich ein paar Dinge verändert, nämlich Nummer 1 ist ein Lager, wo man auch jetzt Zuckerrüben, Kartoffeln, Zuckerrohr, Hackschnitzel, Kalk, Dünger und Futter lagern kann. So, und weiters wurde auch das Heulager verbessert, dass man jetzt auch Ballen hineinlagern kann, aber man kann keine Ballen entnehmen. So, gut, soweit war es das mit dieser Karte und jetzt geht's wieder mit den Updates natürlich weiter. Giant Island Version 1.0.0.3 Beta von Chaos Dead 1418. So, es wurde nämlich Folgendes gemacht. Ich zeige euch das, währenddessen ich natürlich überall drüber fliege, aber zuerst einmal schauen wir, was wir zur Verfügung haben. So, diese Karte hat natürlich mehrere Fehler behoben bekommen und unter anderem gibt es jetzt eine Bäckerei, Zuckerfabrik, Getreidemühle, Brauerei, eine Baumschule, Molkerei, die wurde überarbeitet,
Und weitere Produktionen werden noch hinzugefügt. So, und es ist für diese Änderungen ein neues Save Game notwendig. So, die New Bayron von Yasuo hat auch ein Update bekommen auf die Version 1.0.3. Die Karte ist Patch 1.3 ready. Leider muss aber ein neuer Spielstand gestartet werden. So, man sieht, es hat sich etwas geändert im Gegensatz zu der Standardkarte. Es wurden auch viele Probleme behoben, wie zum Beispiel, wenn man aus dem Menü rausgeht. Dieses Problem, das wurde behoben. Verschiedene Probleme vom Gras, wo es einfach verschwunden ist, vor allem neben dem Fluss, das sollte auch nicht mehr vorkommen. Kollisionen an den Stellen, an denen der Fluss war, wurden auch behoben. Und das war's im Großen und Ganzen. Eines muss man gleich einmal dazu sagen: Es gibt keinen Fluss. Und mehr Ackerland, mehr Regionen natürlich. Und damit würde ich sagen, schauen wir uns die nächste Karte an. Die letzte Karte heute ist die Elm Creek bei Stevie in der Version 1.0.0.7. So, leider benötigt man für diese Karte einen neuen Spielstand. So, dann. Es wurde sich gewünscht, einen platzierbaren Bereich bei der Pferde Ranch und der wurde auch hinzugefügt. Dann gibt es diverse Optimierungen und auch Fixe, nämlich die Honigpaletten wurden gefixt. So, Verkaufsstellen wurden optimiert, behoben wurden diverse Fehler, nämlich zum Beispiel fehlende Diesel- und Verkaufssymbole. Das Missionsverkehrssystem, die Marker und mehrere XML-Einträge wurden auch noch behoben. So, diverse Produkte wurden entfernt. Und das war's im Großen und Ganzen auch mit dieser Karte. Dann sage ich mal zu euch allen Dankeschön fürs Dabeisein und fürs Liken und Abonnieren. Und natürlich sehen wir uns in 2 Tagen wieder. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.